Vater kommt aus Kamerun, aus Yaoundé. Und meine Mutter kommt aus Frankreich. Brive la Gaillarde sagt euch wahrscheinlich nichts. Da lebt auch noch meine Oma, eine Tante von mir lebt auch noch da. Und ansonsten sind ja, eigentlich meine Verwandten dann in Frankreich, Kamerun und Deutschland sogar auch verstreut. Ja. Es waren damals halt diese üblichen Länderpokal und dann wurde man da halt gesichtet und dann war ich bei den ganzen Sichtungslehrgängen von U17 Nationalmannschaft dabei, ohne mir auch Gedanken zu machen, dass ich gar keinen deutschen Pass habe und was ich dann eigentlich da sollte in dem Moment. Ich habe da einfach mitgemacht, ganz normal, weil es für mich halt auch ganz normal ist. Ich bin hier in Deutschland geboren und warum sollte ich ja nicht da bei dem Sichtungslehrgang vom DFB dann dabei sein? Und dann war ich halt da und dann ging es halt an Nominierungen bzw. Länderspiele und dann meinte der Trainer halt, willst du dir dann nicht mal einen deutschen Pass machen? Ich sehe ja Onkoino Dambabi. Das ist nur die Zukunft des deutschen Frauenfußballs. Typisch deutsch an mir. Also ich denke, ich bin schon ziemlich diszipliniert, wenn es auf bestimmte Sachen drauf ankommt. Dagegen vielleicht das Französische ein bisschen diese gewisse Lockerheit, dieses einfach nur savoir vivre, leben lassen, schön essen, trinken und auch ja, afrikanisch ist es eigentlich dann auch ähnlich, einfach auch diese, ja, diese Gelassenheit. Also ich gehe gerne auch privat, also in der Freizeit Fußball gucken, ins Stadion, Männer-Bundesliga gucken und ja, ansonsten bin ich auch gerne einfach draußen mit Leuten zusammen, mit Freunden, Bekannten, Verwandten und ja, was wir dann machen, ist mir eigentlich recht egal. Ich komme ja eigentlich aus Bonn, in Bonn wirklich leben meine Familie noch, ich habe da mein Abitur gemacht, meine Freunde leben in Bonn Großteil und ja, und jetzt ist halt Koblenz so. Mein zweites Zuhause und ich fühle mich hier ganz wohl. Ich lasse eigentlich alles schon auf mich zukommen, aber natürlich mit einer gewissen Portion Ehrgeiz dabei. So war das auch beim Fußball. Ich habe mir nie als fünfjähriges Mädchen gesagt, so in 10 Jahren willst du das erste Länderspiel gemacht haben, dass das einfach passiert. Seitdem ich Nationalmannschaft spiele, habe ich immer entweder die Schule gehabt, die Ausbildung oder jetzt halt die Universität, also Studium. Und bewusst, ja, weil ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, nichts anderes zu machen neben dem Fußball, dass ich am Tag trainiere und den Rest des Tages einfach nur rumsitze, sage ich mal so, und auch ein bisschen was für meinen Kopf brauche. Also ich würde schon so irgendwie in die Richtung gehen, dass das irgendwas vielleicht mit Medien zu tun hat oder mit PR, irgendwas in der Richtung halt, was ein bisschen so auch kreativ ist und Umgang mit Menschen was zu tun hat.